Ja. Oh, hi. Ich befürchte, der Kamin war nicht so sicher, wie ich erhoffte. Weil, ich weiß nicht, vielleicht weil er gesehen hat, dass wir dort reingerannt sind. Ach, wirklich, von hier aus? Ach, Checkpoints sind ja toll gesetzt. Geil. Das bedeutet nur, wir müssen erneut fliehen und das Rätsel nochmal machen. Gute Arbeit, gute Arbeit. So. Dann kommt hier wieder diese seltsame Sequenz mit dem Licht. Ja, man spürt förmlich ihre Angst. Ja. Bla 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 hatten wir schon. Das alles nochmal zu erleben, macht es nicht wirklich gruseliger. Gehen wir mal hier rein. Hier waren wir noch nicht. Ach, hier kann man speichern. Steht es auch auf der Karte? Abstellkammer. Ach so. Die Abstellkammer ist sicher. Ach so, okay. Gut zu wissen. Was passiert denn, wenn wir mit der Karte den Raum wechseln? Ach, jetzt müssen wir wieder zur Geisha zurück und oh, den Schlüssel holen. Okay, was passiert, wenn wir mit der Karte die Karte wechseln? Den Raum. Ah, die Karte wird nicht aktualisiert. Gut, hab zumindest schon mal einen Fehler gefunden. Das ist gut. So, Pippi, gib mal her. Das ist keine Wunde, das ist ihre Musikantenknochen. Jetzt wissen wir zumindest, wo wir speichern können. Was völlig offensichtlich war, ist ja ganz klar. Wir werden nochmal. Nein, wir werden zuerst das Rätsel lösen und danach speichern. Genau. Du, ja, Schlüssel. Du. Die Kiste muss raus. Die Kiste muss raus. Nein, das war zu weit. Da bin ich wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen. Hoho. So, das wäre erledigt. Dann drehen wir hier das Bild um. Bla bla bla, Rückseite. Super. Das war viel zu schnell. Sie wurden geblitzt. Und verschoben. Ah, meine Augen. Hurra, Geld. Sehr gut. Dann werden wir nun noch einmal speichern, damit wir das Ganze nicht noch einmal erleben müssen. Es wird wohl uns ja nicht gesagt, dass es hier einen Speicherpunkt gibt. So. Schau mal. Die Notiz lassen wir diesmal liegen. Vielleicht verändert das irgendetwas. Oder wir gehen einfach weiter. Was war denn das? Ist mir egal. Dieses Geräusch eben, vielleicht war das einer der anderen. So viel zu Entscheidungsfreiheiten. Das macht ein Spiel nicht wirklich gruseliger. Oh, Schock. Flüchte! Okay, diesmal in die Abstellkammer, wo ja der Speicherpunkt ist. Dort ist es sicher.
Ah. So, er sieht jetzt genau, dass wir in die Abstellkammer laufen. Okay, der Typ scheint irgendein Problem mit seinem Gedächtnis zu haben. Er ist genau wie ich. Super, wir haben es hier mit einem verkleideten Neandertaler zu tun. Nun gut, wir können jetzt auf jeden Fall nach oben, oder? Schrecklich gruselige Fallgeräusche und schreckliche Fallen, die absolut vorhersehbar sind. Ja, Löcher, denen man ansehen konnte, dass dort etwas Schreckliches ist. Dass man dort hier runterfallen konnte und so. Von dieser Seite lässt sich das nicht schieben. Ah ja. Es hätte sein können, dass sie davor stehen bleibt und man das Loch ansprechen kann und es dann eine Option gibt, ob man herunterspringen möchte oder nicht. In Silent Hill ist es so, so war ich es eigentlich gewohnt. Konnte ich ja nicht ahnen. Das Runterfallgeräusch ist auf jeden Fall nicht gruselig. So als kleine Nebenbemerkung. So. Noch eine Notiz. Auf dem Tisch liegt eine Notiz. I have it gesagt. Mal sehen. Notiz einer Bediensteten. Ich kann nicht genau beschreiben, was hier vor sich geht, aber seit dem Vorfall mit dem Mädchen scheint diese Villa wie besessen oder verflucht. In einem so kurzen Zeitraum können doch nicht so viele Menschen sterben. Und was mir noch viel größer Angst macht, ist, dass sowohl nur Frauen Opfer von dieser mysteriösen Todesserie werden. Ich glaube, ich habe ein Wort zu viel hinzugedichtet. Viele kündigen bereits aus Angst, es könnte sie auch treffen. Ich denke schon auch länger darüber nach. Ja, ja. In einer Schublade liegt ein kleiner Zettel, sonst befindet sich hier nichts. Mal sehen. Oh toll, wir müssen doch alles ansprechen. Notiz doch. Ach so, ist nur eine Notiz, ja. Dieser dämliche Köter hat schon wieder den Kellerschlüssel vergraben. Ich habe es nicht genau gesehen, aber ich glaube, er hat ihn irgendwo nahe der letzten Reihe verbuddelt. Ich schwöre dir, wenn du das Dreckstier nicht endlich erziehst, werde ich das übernehmen und glaube mir, das wird kein schönes Unterfangen. PS und hol den Schlüssel zurück. Moment. Den Kellerschlüssel. Letzten Reihe. Moment, was? Dieser dämliche Köter hat den Kellerschlüssel vergraben. Okay, irgendwo wo Erde ist, wahrscheinlich im Garten. Ich habe es nicht genau gesehen, aber ich glaube irgendwo in der nahe der letzten Reihe. Welche Reihe? Blumenreihe oder so? Okay, nahe der letzten Reihe im Garten. Nehme ich mal an. Seltsam. Es scheinen nur ein paar Tasten zu funktionieren. Auf dem Deckel steht Sovereign. Ich benutze gerne das Wort Souverän. Auch schon wegen des Schiffes aus Mass Effect. Die Sovereign. Die ist cool. Aha. Kisten verschieben, okay. Ja. Das war falsch. Dann gehen wir eben wieder hoch und dann wieder runter und simsalabim, durch Geisteshand stehen sie wieder an Ort und Stelle. Moment, wenn ich jetzt die Kiste direkt vor mir weiterschiebe, dann kommen wir auch nicht weiter. Also so hier. Ausschlussprinzip, wie wär's denn damit? So auch nicht, okay. Wenn wir die jetzt weiterschieben, dann auch nicht. Nein, auch nicht. Können wir sie vielleicht oben entlang schieben? Die Perspektive ist echt für einen Arsch. Oh, das ist eine höhere Kiste. Oh, die sollte man dann aber auch nicht unbedingt an so eine Stelle setzen. Das sieht man nämlich überhaupt nicht. Vielleicht eine Metallkiste hinsetzen, das würde gehen. Genauso hoch machen wie Kleinkisten, aber aus Metall. Abgeschlossen. Am Schloss ist ein Saphir eingraviert. Oh, toll. Also mussten wir einfach nur die eine Kiste immer geradeaus schieben. Herausfordernd. Oh, ein Speicherpunkt. Sehr gut. Mehr Toiletten. Abgeschlossen. In mich verschossen.
Einfach mal verdroschen. Oh. Hä? Hallo? Wieso klopft sie nicht zurück? Abgeschlossen. Ja gut, wenn sie nicht möchte. Ich suche ja nur meine Freunde. Ich vernehme von rechts ein ungutes Geräusch. Es hat etwas vom weißen Hai. Dödump. Oder als ob jemand einen Schrank verschiebt. Oder einen Stuhl. Das sieht aus wie ein Tagebuch. Mal sehen. Maries Tagebuch 2. Wir haben nicht mal die 1 gefunden. Ach so, das ist Musik. Heute wurde irgendwas gefeiert. Ich glaube, dass das Haus heute Geburtstag hatte. 100 Jahre alt schon. Aber die Feier war langweilig, deswegen bin ich mit Fluffy spielen gegangen. Ich habe auch extra aufgepasst, weil Papa gesagt hat, ich soll keinen Ärger machen. Die komische Frau hat heute auch das erste Mal mit mir geredet. Seitdem geht es mir nicht gut. Mein Kopf tut weh. Okay, wir sind wieder draußen. Krähe, ich mag Krähen. Oh, hi. You look ziemlich dead. Noch ein Opfer. Du bist volles Opfer, weißt du? In der zerbrochenen Vase scheint etwas zu sein. Das hat man jetzt nicht wirklich gut gesehen, aber ich hab's gerade noch so gesehen. Spaten erhalten, sehr gut. Hier besser verstecken, oder? Hier verstecken, ja. Der ist zu blöd, um zu bemerken, dass wir hier sind. Oder wir müssen uns vergraben. Genau. Dubdi-dubdi-du. Diesmal stand dort aber nicht Flucht. Oder Flüchte. Flüchte ist die Aufforderung von Flucht. Aber er scheint kein wahnsinniger Killer zu sein, sonst hätte er die Krähe gejagt. Eine Krähe! Man macht dich kaputt! Dort darf ich jetzt wieder? Noch ein Opfer. Oh, ah ja, aha. Wir lösen das Event damit immer wieder aus. Nehme ich mal an. Kommt er jetzt? Wir werden es erleben. Okay, doch nicht. Dennoch, die Tür ist immer wieder zu hören. Ganz schön kaltschnäuzig. Oh, noch ein Opfer. Opfer. Den Kommentar habe ich auch schon bekommen. Du siehst aus wie ein Opfer. Naja. Erst einmal die Bedeutung des Wortes erlernen, nicht wahr? Die Uhr ist stehen geblieben. Sie steht auf 2:06. Na, solange sie nicht auf 9 steht. 9! Ein riesiger Spiegel. Irgendwie wirkt er beunruhigend. Jupp. In jedem Horrorspiel. Spiegel. I hate them. Ich habe nun wirklich die Zeit dafür, an solchen Geräten zu spielen. Wenn ich an sowas spielen möchte, dann würde ich Fallout New Vegas spielen. Meine neueste persönliche Errungenschaft. Übrigens, ich versuche mich gerade im Hardcore-Modus, aber das hat nichts mit Bloodcatcher zu tun. Könnte ja sein, dass sie irgendwas findet. Daher untersuchen wir doch alles. Nein, anscheinend nicht. Der Roulette-Tisch. Ich habe nun wirklich nicht Zeit, an solchen Geräten zu spielen. Auch wenn ich ein Geräusch gehört habe. Ist der völlig irrelevant? Hauptsache, eine Mini-Sequenz trat in Kraft und hat mich total erschrocken. Mini-Sequenzen kommen nicht gut. In der Vitrine stehen einige Figuren. Eine Chozo-Figur, so. Die gefällt mir. Die Chozo-Figur. Die Skulpturen haben kein Gesicht. Unheimlich. Really? I don't think so.
Ah. Oh, bin ich doof! Ich bin so früh abgebogen. Und bin ein Stockwerk runtergefallen. Ja, das kann tödlich sein. Vor allen Dingen, wenn die Eingangshalle sehr groß sein sollte. Na gut, dann müssen wir jetzt halt einen immensen Teil erneut nachspielen. Ist ja nichts Neues. Können wir auch irgendwie das Menü aufrufen? Ich drück mal alles. Alles, was zu drücken geht. Nein, nur Escape ist belegt. Und alle Abarten davon. Nun gut, zumindest haben wir zwischendurch einmal gespeichert. Ach ja. In der zerbrochenen Vase liegt ein Spaten. Natürlich, der Spaten passt auch in eine Vase hinein. Es muss so ein kleiner Spaten sein. So, kommt er jetzt? Oder... irgendwie ja nicht so. Ach jetzt, natürlich. Habe ich noch was zu trinken? Ach, Milch. Gruselige Milch. Die Milch des Horrors, des Terrors und des Untergangs. Nur echte Dämonen trinken Milch. Monstermilch. Gezapft aus toten Kühen. Aus Geisterkühen. So, jetzt dürfen wir aber nicht, wa? Da läuft er ja. Hi! Hi! Oh. Besser bei jeder Gelegenheit speichern. Also nochmal zurück. Schubidubidudu. Schubidudu. Schubi, schubi, schubi. Schubi, schubi. Schubi, schubi, Wotan. Nein, ich grusel mich noch immer nicht. Gruseliger Spiegel. Dann hier rein und... Diese Sequenz muss nicht sein. Nicht der Charakter soll sich fragen, was dort los ist. Ich soll mich fragen, was dort los ist. So herum sollte eigentlich ein Shooter aus werden. Wenn dann auch noch der Charakter drauf reagiert, dann erschreckt es mich wirklich nicht. Das sind zu viele Eindrücke auf einmal. In Horrorspielen sollte man dem Spieler nicht allzu viel abnehmen. Man gebe ihm Eindrücke und auf die soll er reagieren. So sollte es zumindest sein. Soll diesmal nicht ins Loch fallen und... Okay. Hat definitiv gepasst und wird den Killer sicherlich nicht anlocken. So, wir sehen uns zuerst weiter um. Eine Notiz. Notiz einer Bediensteten. Zwei Frauen sterben und die Männer scheinen nicht... Frauen sterben und die Männer scheinen einfach zu verschwinden. Ich will hier keine Sekunde länger bleiben. Morgen reiche ich meine Kündigung ein. Erst morgen. Ich würde einfach nie wiederkommen. Hier sterben überall Menschen. Nächste Woche kündige ich. Ich lese nicht alle Bücher vor. Cypher Dark Walker... The Dread Sovereign. Sovereign, nein. Das ist ein Zombie-Hoodoo. Das ist der Zombie-Hoodoo-Hoodoo-Hoodoo. Ein Topas. Und nachdem er alle Edelsteine durchgegangen ist, geht es weiter mit Farben: Rot, Blau, Gold, Silber, Schwarz, Weiß, was soll ich jetzt damit? Wir gehen raus und bleiben drin und speichern. So, jetzt stellt ich mir die mehr als berechtigte Frage, was wir jetzt mit dieser Kiste sollen.
Was sollen wir damit? Was sollen wir damit? Wir können auf jeden Fall nun weiter nach rechts gehen. Gut. Und, achso, hier waren wir schon einmal, aber haben wir uns auch komplett umgesehen? Moment mal, hier, Sovereign. Oh, ja. Sovereign. Ja, hier waren wir schon einmal. Wenn ich nur meine Items einsehen könnte, um zu sagen, aha, wir haben nun folgende Schlüssel und wir haben folgende Schlüssel nicht. Wir sind mehrfach gestorben, das irritiert mich jetzt. Wir haben einen Spaten aufgesammelt. Ja. Wir gehen nochmal den Weg ab. Kann ja auch nicht schaden. Haben einen Spaten aufgesammelt. Ich würde gerne nach draußen gehen. Wo könnte der Hund den Kellerschlüssel vergraben haben? Irgendwo in der letzten Reihe. Auf dem Dach sicherlich nicht. Nein, es muss irgendwo im Garten sein. An anderen Orten buddeln Hunde normalerweise nicht. Die trinken vielleicht aus der Toilette, aber das war's auch. Achso, und wir haben so eine komische Figur erhalten. Richtig. Aber was sollen wir jetzt mit der tun? Fragen über Fragen. Chozo-Figur, wo soll ich hin? Da stehen noch mehr Figuren, aber das ist uns egal. Rubin. Okay. Ich würde sagen, zurück ins Erdgeschoss, ohne zu sterben. Wir gehen noch einmal hier hindurch. Moment, schauen wir mal auf die Karte. Wir sind im Esszimmer. Wir hatten die Gästezimmer. Da musste alles symmetrisch sein. Was sind diese roten Markierungen? Die wurden ja leider nicht erklärt. Ach so, das sind Durchgänge. Im Esszimmer, genau, da gibt es eine Treppe nach oben. Rote Quadrate sind zum Hochgehen. Violette Quadrate sind zum Heruntergehen. Okay. So, das Treppenhaus führt uns ins Untergeschoss. Dort kommen wir nicht weiter, dort fehlt uns ein Schlüssel. Garten, / Friedhof, Terrasse. Wir müssen in die große Halle zurück. Von dort aus kommen wir auf den Garten und den sicherlich überhaupt nicht beängstigenden Friedhof. Puh. Also es sollte zumindest der Weg sein, den wir beschreiten müssen. So, jetzt sind wir hier und da habe ich wahrscheinlich irgendwo eine Tür übersehen. Ja, habe ich. Gut, dass es eine Karte gibt und ein Opal, natürlich. Bücherei haben wir noch. Waren wir schon in der Bücherei? Nee. Wieso nicht? Keine interessanten Bücher. Ach, diesmal keine lustigen Regalsprüche, Bücherregalsprüche. Rampfels. Rammstein. Sie stehen eng umschlungen in ein Fleischgemisch so rasch in Tagen, wo das Meer das Land berührt. Wenn die Wahrheit sagen, welche Worte frisst der Wind, wenn das Meer zu Ende ist, hält sich in seinen Hand, hat ihn auf die Stirn geküsst. Jo, Rammstein. Ich kann keine interessanten Bücher entdecken. Ist übrigens mehr lustig als gruselig. Oder vielmehr zum Kopf auf den Tisch hauen, aber nicht gruselig. Aber es ist wohl so ein Sui-Stil. Er und seine 9-Zoll-Nägel. Ja.
Blutfängerkult 1. Blut ist die Essenz des Lebens. Das Opfer der Unschuld leitet die Zeremonie ein. Dulde keine Unterbrechung des rituellen Blutflusses und dein Wunsch wird sich materialisieren. Fange die großzügigen Gaben, die dem gesegneten Boden geschenkt wurden, werde eins mit neuem Leben. Nun, wir haben einen Behälter im Erdgeschoss. Das bringt uns vielleicht weiter. Nein. Die Idee war gut, aber ihre Arme sind zu kurz. Da komme ich nicht ran. Lies mich. Ja, super, wenn sie mich zwingt. Es stehen jede Menge Küchenrezepte dran. Keine interessanten Bücher. Keine interessanten Bücher. Nope. Was stört... Was? Moment, ich hab's überlesen. Offenbarung. Okay. Die Seiten sind ja völlig verklebt mit Spezi. Na, dann halt nicht. Ein Buch, in diesem Fall heißt Emily Herbst. Mein Herz ist eine Waffe des Krieges, meine Stimme ist... Ja. Emily Autumn. Das ist total gruselig! Der Arzt. Ah, Suya mit seinen Ärzten! Das kommt weder in einem Rollenspiel gut, noch in einem Horrorspiel. In einem Horrorspiel schon gar nicht. Wer soll das Spiel denn dann noch ernst nehmen? Ernsthaft?